In dieser Ask the Punk Show geht es um die Gefahren durch Bots. Es geht um die Frage, wie du als 16-Jähriger mit Programmierkenntnissen diese schon zu Geld machen kannst. Und es geht um eine sichere Geldanlage. Hallo Leute, willkommen zu einer weiteren Folge der Ask the Punk Show, wo ihr die Möglichkeit habt, mir Fragen zu wirtschaftlichen und politischen Themen zu stellen und ich diese Fragen dann in einem kurzen Video beantworte. Gehen wir gleich zur ersten Frage. Chris fragt: Hallo Gerald, wie siehst du die Beeinflussung im Internet durch Bots? Früher häufig in Computerspielen anzutreffen, finden Bots heutzutage eine Anwendung in der Aktienwelt, um automatisiert und effizient sein Geld zu investieren. Langfristig gesehen kann man diese Programme nicht verbieten, da sie durch zahlende Kundschaft immer aktuell gehalten werden. Zerstören wir unsere Märkte durch diese Technologie? Viele Grüße, Chris. Chris, ob die Beeinflussung nicht nur von Märkten, sondern auch von der, nehmen wir es mal, öffentlichen Meinung durch Bots ist tatsächlich ein sehr heikles Problem. Siehe auch die Beeinflussung, nehmen wir es mal, des US-Wahlkampfs oder auch des Brexits, teilweise durch Bots oder andere Mechanismen, die einem Bot ähnlich sind. Und die de facto dann eben, nehmen wir es mal, manipulierte Messages in eine große Reichweite gebracht haben und somit sicherlich zumindest die öffentliche Meinung oder auch den Wahlkampf durchaus beeinflussen können. Und ich glaube, dass Bots, auch Bots, die von künstlicher Intelligenz gesteuert werden und noch wesentlich intelligenter sind als heute, in Zukunft noch viel mehr machen können und dass es hier einer sehr zielgerichteten und kundigen Regulierung bedarf, um sowohl Dinge wie Marktmanipulation oder Manipulation der öffentlichen Meinung oder auch Unterwanderung der Demokratie und vieles mehr zu unterbinden. Natürlich ein Bot, der jetzt beispielsweise im Customer Support tätig ist, um mal so die ersten Anfragen zu beantworten, kann durchaus Sinn machen. Aber ein Bot, der de facto dazu da ist, den Wahlausgang zu bestimmen, ist vielleicht sehr fragwürdig. Und ein Bot, der vielleicht Kursmanipulation in effizienter Form betreibt, wäre heute bereits in den meisten Ländern illegal. Aber natürlich, wenn man nicht draufkommt, woher der Bot kommt, ist es schwer, das zu verurteilen. Und deswegen, glaube ich, wird es einer sehr zielgerichteten Regulierung bedürfen und sehr viel Gehirnschmalz, um hier eben die richtige Balance zu finden. Auf jeden Fall eine durchaus gefährliche Entwicklung. Servus Gerald. Erstmal vielen Dank für den coolen Content, den man auf deinem Channel findet. Ich bin 16 Jahre alt und wohne in einer deutschen Kleinstadt. Ich habe gute Programmierkenntnisse in Java und kann Webseiten mit Hilfe von HTML, CSS oder WordPress erstellen. Meine Frage ist nun, wie ich mit Hilfe dieser Skills schon jetzt Geld verdienen kann. Also ich finde es cool, dass du mit 16 Jahren schon daran denkst. Die meisten Leute denken mit 16 Jahren noch an ganz was anderes und sind viel zu faul. Aber es gibt natürlich schon heute viele Möglichkeiten, wie du deine Programmierskills zu Geld machen kannst. Die eine Sache sind einmal natürlich persönliche Empfehlungen. Das geht natürlich in einer Kleinstadt nur beschränkt. Wenn du heute im Großraum Frankfurt oder im Großraum Düsseldorf oder Köln oder Berlin leben würdest, wäre das sicherlich einfacher, weil da gibt es viele Firmen, die Programmierer brauchen. Es gibt aber heute eine Vielzahl von Online-Plattformen, wo du beispielsweise Programmierskills zur Verfügung stellen kannst und wo es entsprechende, nehmen wir mal, Leute gibt, die sowas suchen. Also das sind sogenannte Online-Arbeitsvermittlungsplattformen. Die bekannteste davon ist vielleicht Upwork, die wir auch schon für die Investment Punk Academy verwendet haben. Aber es gibt hier sicherlich ein Dutzend dieser Plattformen, wo du eben anbieten kannst, was du im Programmieren kannst und wo es eben Firmen gibt oder Auftraggeber, die derartige Skills suchen oder auf diese Art und Weise Aufträge lukrieren kannst. Da ist vielleicht die Bezahlung eine Spur schlechter, als wenn du es direkt über Empfehlung bekommst, aber so kannst du dir sicherlich durchaus ordentliches Geld verdienen und das Alter ist dort relativ egal. Das Einzige, worauf du aufpassen musst, sind natürlich, dass deine Eltern bei der Anmeldung eigentlich formell zustimmen müssen. Und das Zweite, wo du auch aufpassen musst, sind die ganzen wirtschaftlichen Dinge, weil wenn du jetzt beispielsweise, nehmen wir es mal, über Upwork oder eine andere Plattform Einkünfte erzielst, unterliegen dir sowohl der deutschen Steuer als auch der deutschen Sozialversicherung. Da du unter 18 bist, musst du aber das natürlich auch mit deinen Eltern abstimmen, weil deine Eltern natürlich formal dafür wieder haften. Und hier musst du genau arbeiten und solltest du vielleicht, wenn das größere Summen sind, sicherlich auch einen guten Steuerberater nehmen. Das kann auch einer sein, der vor Ort ist, der dir erklärt, wie das Ganze durchzuführen ist, um eben keinen Steuerbetrug oder Sozialversicherungsbetrug zu machen. Philipp fragt: Hallo Gerald, würde mich sehr freuen, wenn die Frage mal in einem Video behandelt wird. Was ist deiner Meinung nach die sicherste Form der Vermögensanlage? Immobilien, Oldtimer, Aktien, Fonds, Firmenanteile? Danke vorab.
Also Philipp, eines, was es nicht gibt, ist eine sichere Geldanlage. Wir leben heute in so turbulenten Zeiten und in Zeiten von Nullzinsen, in Zeiten von digitaler Revolution, in Zeiten von großen politischen Unsicherheiten, dass es das klassische sichere Investment, was es vielleicht früher gab, mit einer Staatsanleihe, die Zinsen bezahlt hat, heute nicht mehr gibt. Schon damals die Staatsanleihe war teilweise nicht so sicher, wenn du es in Real Terms gesehen hast, also unter Berücksichtigung der Inflation. Aber zumindest, wenn du eine deutsche oder amerikanische Staatsanleihe hattest, hattest du zumindest nominell das Kapital sicher. Aber in der heutigen turbulenten Zeit gibt es weniges, was sicher ist. Es gibt aber ein paar Dinge, die schon sicher sind. Das eine ist einmal, dass du streuen solltest. Ein guter Investor hat nie all of his eggs in one basket. Und das einerseits immer etwas Liquidität. In Boomzeiten, wenn die Märkte alle teuer sind, mehr. In Krisenzeiten solltest du dann entsprechend investieren, wenn alles billig ist. Du solltest immer ein bisschen Immobilienvermögen haben, etwas Gold, etwas Kryptowährungen, Aktien und natürlich auch eigene Firmen und eigene digitale Vermögenswerte. Und dieser Teil wird noch sehr stark wachsen. Das zweite Thema, was du natürlich hast, ist auch dein Know-how. Je mehr du dich auskennst, je mehr Erfahrung du hast, je besser du dich im Verhältnis zum Markt auskennst, desto mehr wirst du verdienen. Auch das ein klarer Wettbewerbsvorteil. Der dritte Punkt ist immer, du solltest immer liquide sein, sowohl wenn es irgendwo ein Problem gibt, dass du es lösen kannst, als auch wenn es eine geschäftliche Opportunität gibt, dass du entsprechend zuschlagen kannst. Und das vierte Thema ist das Timing, egal ob bei Investments oder unternehmerischen Aktivitäten. Wenn du das richtige Timing erwischt, wirst du sehr viel Geld verdienen. Wenn du das falsche Timing hast, wird es sehr schwer. Wenn du beispielsweise bis 2012 Immobilien gekauft hast, hast du dich nicht sehr gut auskennen müssen. Du hast nur wissen müssen, wie du Immobilien kaufst. Hast gesagt, Frankfurt, Stuttgart, mit einem Dart draufgeschossen und hast die Wohnung gekauft und ein Geschäft gemacht. Und heute, wenn die Preise sehr teuer sind, selbst als Immobilienprofi tust du dir schwer, ein gutes Geschäft zu machen, was vielleicht noch 6, 7 Jahre davor selbst für einen Laien einfacher war als heute für einen Immobilienprofi. Und dasselbe war am Aktienmarkt oder am Kryptomarkt oder an vielen anderen Märkten. Das genaue richtige Timing, das will jeder finden, das funktioniert aber nicht. Und deswegen kann es auch Sinn machen, sogenannte Cost-Average-Ansparpläne zu machen, wo du eben, wenn der Markt schon stark gefallen ist oder relativ günstig ist, auf monatlicher oder quartalsmäßiger oder 14-tägiger Basis immer wieder zukaufst um dieselbe Summe, um eben so den Durchschnittskurs herunterzumischen und dein Risiko zu streuen. Also zusammenfassend, ein sicheres Investment gibt es nicht. Aber wenn du dich an die Basisregeln des Investierens hältst, ist deine Sicherheit am größten. Wenn dir diese erste Punkshow gefallen hat, hinterlasse bitte ein Like oder einen Kommentar unter diesem Video. Und wenn du mehr zu diesen Themen wissen willst, findest du das auf meiner Plattform www.investmentpunk.academy. In der Zwischenzeit wünsche ich dir alles Gute und sehr viel Erfolg.